Hallo, heute will ich über die älteste Form der Energieversorgung reden, die es im Universum überhaupt gibt. Denn lange bevor die Menschheit ihre Suppe auf Elektroherden oder ihr Wildschwein über dem offenen Lagerfeuer grillen konnte, sorgte die Sonne schon seit Milliarden Jahren für lebensfreundliche Temperaturen auf unserer Erde. Und wie macht die Sonne das? Die Antwort ist, du wirst es dir schon denken können, die Kernfusion. Schauen wir uns einmal das Prinzip der Kernfusion an. Im Gegensatz zur Kernspaltung, in der ein schwerer Atomkern durch Beschuss mit einem Neutron in zwei oder mehr kleinere Atomkerne zerfällt, verschmelzen bei der Kernfusion zwei kleine Atomkerne zu einem größeren. Nehmen wir als Beispiel die Verschmelzung zweier Wasserstoffisotope. Ein Deuteriumkern, der aus einem Proton und einem Neutron besteht, trifft mit hoher Geschwindigkeit auf einen Tritiumkern, der aus einem Proton und zwei Neutronen besteht. Die hohe Geschwindigkeit ist nötig, damit die beiden Kerne überhaupt aufeinandertreffen können. Denn beide Kerne sind ja positiv geladen. Und wie wir schon wissen, stoßen sich gleiche Ladungen ja gegenseitig ab. Gelingt es aber, die beiden Kerne aufeinanderprallen zu lassen, können sie miteinander zu einem Heliumkern verschmelzen. Außerdem wird noch ein Neutron abgespalten und eine riesige Menge Energie wird frei. 1 Gramm Deuterium und Tritium können genauso viel Energie erzeugen, wie man durch die Verbrennung von ca. 10 Tonnen Kohle erhalten würde. Und da Deuterium in ausreichender Menge auf der Erde zur Verfügung steht und Tritium zwar ein radioaktives Isotop ist, allerdings direkt im Reaktor erzeugt werden kann und mit Helium ein sicheres, harmloses Element entsteht, könnte die Kernfusion eine umweltfreundliche und sichere Lösung der globalen Energieproblematik bedeuten. Wenn man sie denn schon technisch beherrschen könnte. Denn heute muss man noch wesentlich mehr Energie in den Prozess hereinstecken, als man nachher wieder freisetzen kann. Es gibt Forscher, die erwarten den Durchbruch in dieser Technologie etwa im Jahre 2050. Aber wo kommt nun diese riesige Energiemenge her? Im Prinzip nutzt man das gleiche Prinzip wie bei der Kernspaltung. Wiegt man die Ausgangsstoffe einer Kernfusion und die entstandenen Teilchen, so fällt auf, dass es eine Differenz gibt. Die gebildeten Teilchen sind etwas leichter als die Ausgangsstoffe. Masse wurde hier in Energie umgewandelt. Der Physiker spricht von einem Massendefekt, der über die berühmte Formel von Albert Einstein, E gleich m mal c Quadrat, berechnet werden kann. E steht hier für die frei werdende Energie, m für die Differenz in der Masse und c für die Lichtgeschwindigkeit. Um nun vorhersagen zu können, ob ein Atom gespalten werden oder fusionieren muss, um Energie frei werden zu lassen, genügt ein Blick auf folgendes Diagramm. Gezeigt wird hier die Bindungsenergie pro Nukleon in Abhängigkeit zur Gesamtzahl der Nukleonen. Bewegt man sich bei der Erzeugung des oder der neuen Kerne nach oben, wird Energie frei. Geht es abwärts, wird Energie gebraucht. Und deshalb ist die Fusion von Deuterium und Tritium zu Helium-4 so interessant. Wir sehen, dass hier die Kurve steil nach oben geht. Wir sehen zudem, dass sich die Kernfusion bei mittelschweren und schweren Kernen nicht mehr zur Energiegewinnung lohnt. Im Gegenteil. Ab dem Isotop Eisen-56 wird sogar Energie gebraucht, um eine Fusion durchzuführen. Und wir sehen, dass alle Isotope, die noch schwerer sind als Eisen-56, sich in leichtere Kerne spalten lassen müssen, um Energie freizusetzen. In unserer Sonne verschmelzen in jeder Sekunde 567 Millionen Tonnen Wasserstoff zu 563 Millionen Tonnen Helium. Die Energie, die durch diesen Massendefekt frei wird, beträgt fast 4 mal 10 hoch 26 Joule. Und obwohl solch riesige Mengen an Brennstoff verbraucht werden, reicht der Vorrat der Sonne noch für mehrere Milliarden Jahre. Es gibt leider noch eine weitere Anwendung. Auch eine Wasserstoffbombe nutzt die frei werdende Energie der Kernfusion. Das war erstmal das Wichtigste, was ich euch über die Kernfusion erzählen wollte. Bei weiteren Fragen oder Anmerkungen könnt ihr gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich verabschiede mich nun. Bis bald!